Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Gaming Proofs. Wir spielen heute weiter Helldivers 2 und kämpfen gegen die Bugs. Ja, wir sind momentan leider nur zu dritt. Einer ist kurz rausgejoint, aber ich hoffe, da wird noch einer dazukommen. Okay. Oh, da ist gleich ein Bug, verdammt. Das ist nicht gut. Oh mein Gott, ja. Nicht so gut. Das ist nicht gut. Nimm das. Okay. Hier war doch irgendwo ein Flammenwerfer, oder nicht? Und das. Und ich grill den Typen. Ja, entspann dich. Okay, meine Güte. Das war ein bisschen unglücklich runtergesprungen, aber wir haben es zum Glück überlebt. Wir haben es zum Glück überlebt. Oh, Granaten sind gut. Okay, Bugdurchbruch ist nicht so optimal. Um Gottes Willen. Grüner, rette dich. Ist das erledigt oder nicht? Okay. Ja, eine Weile nicht gespielt, muss ich wieder reinkommen. Oh mein Gott, ich hätte ihn fast erschossen. Ich hätte ihn fast erschossen. Das wäre natürlich nicht so gut. Ich hätte ihn, bevor er seine Verstärkung ruft. Da ist etwas. Oh. Eine weitere Probe für die Demokratie. Na komm. Haben sie jetzt neue Animationen dazu gepackt, wo man die Proben nimmt? Ja, bitte Luftunterstützung. Weil das sehe ich zum ersten Mal, ne? Dass er so, also so eine Probe, sonst hat er einfach irgendwas genommen, aber jetzt nimmt er wirklich so eine, ja, so eine Probe. Ja, bitte Luftunterstützung. Ladung im Anflug. Okay. Wahnsinn. Okay. Ja, das war ein bisschen klar, dass er schnell erledigt wird. Denn unser Kollege ist, glaube ich, Level 7 oder Level 8. Sackaußenposten entdeckt. Vorbereiten auf Vernichtung. Oh Gott. Ich bin ja noch da. Ich bin noch da. Jetzt. Oh mein Gott. Das sind zu viele. Verletzung? Was für eine Verletzung? Ja, das ist immer so komisch, wenn man sich diesen Backlöchern nähert, dann kommen da immer diese Bugs raus. Hä?
Was ist los mit dem hier? Ich kann es ja mit meiner Dings, mit meiner Quasar. Nein, die haben. Bankdurchbruch, verdammt. Ärgerlich. Aber ja. Jawohl. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Krass. Hey, ich war doch schon längst weg. What the fuck? Fordere Verstärkung an! Erwitte Orbitalfeuer! Ärgerlich. Oh, natürlich ist. Na los, hol dir die restlichen Viecher. Kann ich das Ding eigentlich so mit meiner Quasar-Kanone? Ne? Heißt hier so? Bam! Das Ding ist unsterblich. Ne? Das Teil ist unsterblich. Ich habe keine Ahnung, wo man da hinschießen muss. Nö. Wahnsinn. Geht doch, oh mein Gott, das war doch ärgerlich. Ey, ganz ruhig, mein Freund. Okay. Nehmen wir Schild. Habe ich schon genommen. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier. Nordwestlich, 200 Meter. Achso, das sind zwei. Das ist eine Nebenmission und die andere ist diese Hauptmission. Okay. Sehr gut. Also die Nebenmission machen wir auf jeden Fall. Okay, da ist ein Brocken. Wir versuchen ihn in den Kopf zu schießen. Jawohl. Taktikausrüstung in der Nähe. Mächtige Waffe. Sehr mächtige Waffe. Leider erledigt sie, nicht mit einem Schuss den Titanen in den Kopf. Das wäre natürlich perfekt für diese Mission, wo man verteidigen muss. Weil nun ja, da kommen ziemlich viele Titanen und dann. Sekundärziel im näheren Umfeld. Kann man nichts machen. Oh Gott, da kommen die. Mann. Junge, du bist Level 8. Ja? Du bist Level 8. Wieso gehst du dort alleine kämpfen? Du weißt doch, dass du dort nicht wirklich viel Chancen hast zu überleben mit deiner Ausrüstung. Ich gehe ans Terminal. Am besten hältst du dich in der Nähe von uns auf, dann. Ja. Hast du größere Chancen zu überleben? Wow, meine Güte, der wäre fast auf mich drauf. Schade, dass man nicht so oben auf ihn raufklettern kann, wie. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, ist schon ein paar Jährchen alt, Titanfall.
Und da konnte man sich, wenn dein Kollege einen Titan gerufen hat, dann konntest du so hinten auf ihm rausspringen und sich festhalten. Das war cool. Ich bin am Terminal. Okay, na dann steck das Ding da rein. Okay. Mhm. Okay. Ja, perfekt. Ein Schritt vorwärts. Wir müssen da lang, ne? Scheiße. Wir haben keine Möglichkeit, ne, über den See da irgendwie zu gelangen. Wir müssen den ganz oder hier einen kleinen. Haben wir da irgendwie die Möglichkeit? Hier haben wir die Möglichkeit. Ja, das ist irgendwie ein Eisplanet, aber das fühlt sich nicht so an. Also ich dachte, das wird hier so alles gefroren, wie bei so einem Eisplaneten. Was hat er markiert? Junge, lass uns einfach zuerst die Hauptmission machen, dann können wir immer noch eine Mission machen. Scheiße, da kommen wir jetzt wirklich nicht durch. Oh, da ist ein Brocken. Oder ist das ein toter Brocken? Positioniere Pin, südwestlich. Okay. 300 Meter. Willst du dorthin? Na gut, komm, gehen wir dorthin. Weh aber, wenn wir sterben, ja. 100 Meter. Los. Na komm. Bum, bum, bum. Schicke ein Adler rein! Hier kommt die Kavallerie! Das war's? Backaußenposten entdeckt! Vorbereiten auf Vernichtung! Alle Einheiten auf das Kampfwesen! 200 Meter! Ist erledigt? Oh Gott! Oh Gott! Ah! Verdammt, hätte mich fast erledigt. Ja, seht ihr, die kommen da immer. Ich habe immer Pech, dass wenn sie da rauskommen, dass ich mich dann selbst mit der Granate erledige. Weil ich habe so eine Granate, die nicht verzögert, sondern gleich beim Aufschlag explodiert. Tja. Das war der Mac-Pilot, der mich da erledigt hat. Lade nach. Anfrage bestätigt. Ärgerlich, aber was soll man machen? Bereit zum Vorteil. Oh Gott. Ah, verdammte Scheiße. Nein, nein! Das gibt's doch einfach nicht. Ja, okay, jetzt habe ich aber keine Dings da, keine, nicht gut. Nicht gut. Okay. Okay. Na komm! Oh mein Gott, ey. Wenn der dich einmal fängt, ne, dann ist es vorbei. Wo sind denn eigentlich meine Waffen? Ich brauche meine Kanone und dann kann ich ihn erledigen. Kanone, ist er tot oder hängt er da einfach noch fest? Und das.
Ja, es ist ja erledigt. Oh, na gut. Geil, danke. Ich kann meine Proben nicht nehmen. Man verschwindet schon im Dings da im. Seltene Probe gesammelt. Ah, jetzt. Okay. ja. Markiere Karte, nordöstlich. Los, Jungs. Markiere Karte, südöstlich, 100 Meter. Ja, was soll da sein? Positioniere Sie. Nordöstlich, weit weg. Gibt's hier, Probe gesammelt. Okay, okay, haben wir. Da muss mal jemand eine Granate rein. Oder nee, ich kann's ja mit dem Teil. Oder, ah nee. Da ist kein Container. Ja, Granaten wären schön, natürlich. Ja, ich werde bald wieder streamen, Helldivers. Das heißt, wenn jemand Bock hat, schreibt doch mal in den Kommentaren, wenn ihr mitmachen wollt und die Demokratie mit uns verbreiten. Ich werde wieder mit Contos Gaming streamen. Schön. Seltene Probe gesammelt. Ne? Welche richtig? Ja. Okay. Nein, 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 du verdammter hässliche. Verdammt. Habe ich ihn erledigt? Ich glaube schon. Nein, er lebt noch. Okay, ich konnte mich nicht bewegen. Chill mal. Jetzt aber. Ey, diese Befestigungen, verdammt. Verdammt, die kommen von überall. Oh, hier ist ein. Kommt mal jemand? Nee, das gibt's doch einfach nicht. Der Orange ist einfach weggelaufen. Ich glaube, der weiß gar nicht, was das ist. Warte, ich guck mal nochmal. Ja, das ist Level 7, ja, okay. Der weiß wahrscheinlich gar nicht, was das ist. Seltene Probe gesammelt. Aber ihr seht, ne, ist Level 7, ziemlich tapfer und begibt sich selbst in Gefahr. Boah, für die zwei Viecher? Ehrlich? Das ist ein wenig Demokratie. Ja, gut. Schönen Gruß von der Demokratie! Boah, wo kann man denn hier hochklettern? Oh, der hat sich wieder in Walker geholt. Ne? Das ist gut. Kostet ein wenig Demokratie!
Scheiße, ist zu hell. Will ja nicht. Natürlich kommt jetzt ein Bugdurchbruch. Komm, komm her, mein Freund. Jawohl. Ein Schuss, ein Treffer. Ne? Wow, Junge! Zielen! Hätte er mich wieder das zweite Mal erledigt. Krasser Typ. Ich glaube, die Lizenz für Mac, seinen Mac-Führerschein hat er zu schnell bekommen. Ich glaube, der Pinke weiß auch nicht, was er hier machen muss, oder? Kommt da ein Brocken? Hm. Okay. Bugdurchbruch. Nicht so gut. Jawohl, ich glaube, wir haben da einen großen erledigt. Oder? Schauen wir nach. Boah, guck dich an, wie sie hier hochklettern. Oh, hi. Du hässliches Stück. Ja, wie gesagt, ein Schuss, ein Treffer. Man muss halt mit der Kanone einfach in den Kopf zielen und dann ja, erledigt man das Ding schon. Oder wenn du sie ihm halt in die Füße oder in die Seite schießt, dann durchbrichst du seine Rüstung und kannst so gesagt ja, dann auf ihn mit einer normalen Kanone schießen. Davor war ja die Railgun. Mit der Railgun konnte man ganz leicht die Rüstung von den Gegnern durchbrechen. Also von diesen gepanzerten Gegnern durchbrechen. Die wurde aber ziemlich stark genervt, sodass du sie von dem Automodus in den manuellen Modus umschalten musst, um mit ihr zu schießen. Wir wussten, dass ihr kommt. Um die Panzerung durchzubrechen. Wenn du aber zu lange die Railgun auflässt, dann explodiert sie in deiner Hand und killt dich selbst. Aber jetzt kam halt diese Waffe. Diese Waffe hat unendlich Schuss. Die hat einfach nur eine Abklingzeit, ne? Was ziemlich krass ist und macht übelst viel Schaden. Also mit einem Kopfschuss erledigt sie den Läufer. Haben wir. Geil. Sie können jetzt evakuieren. Südlich, weit weg. Also ich bin dafür, dass wir abhauen, denn wir haben nur noch 16 Minuten. Sollte eigentlich nicht noch ein neuer Bot kommen? Also ein Mac? So, mit zwei Maschinenpistolen anstatt ein. Also ich weiß, dass beim ersten Teil von Helldivers gab mehrere Bots. Es gab einen Bot mit Flammenwerfer. Es gab einen Bot mit zwei Maschinenpistolen, also mit zwei diesen Maschinengewehre. Einen mit Raketen gab es da, ja. Oh Junge, wir warten nicht auf dich, du. Ich schicke einen Adler rein. Adler 1, verlasse das Kampfgebiet für Nacht. Hä, warum ist er selbst nicht weggeflogen, der Adler 1? Eigentlich, wenn man ihn doch verbraucht, fliegt er automatisch weg. Komisch. Aber gut.
Ja, man muss diese Kleinen ganz schnell erledigen, weil wenn man sie nicht schnell genug erledigt, die rufen, also die erzeugen einen Bugdurchbruch. Und das ist dann nicht so gut. Ja, seht ihr? Wir kommen hier gar nicht weiter, oder? Wir kommen hier gar nicht weiter, weil... Aber auch die kommen hier nicht weiter. Hi! Ich sehe nichts. Nicht gut. Nicht gut. Natürlich. Natürlich schießt er daneben. Im letzten Moment nimmt er da seinen Fuß weg und ja. Aber diese unsichtbaren Viecher, ne? Verdammter unsichtbarer Bastard. Warum ist es jetzt wieder so dunkel geworden? Mann. Unglaublich, wie viele von denen kommen, ne? Oh, der chillt hier noch rum. Feindliche Taktikausrüstung bedrohlich nah. Feindliche Taktikausrüstung bedrohlich nah. Was soll das sein? Was soll das sein? Wow, natürlich. Du hässlicher Stück unsichtbarer. Ah. Ey, und mein Roboter, ne? Der chillt einfach und schießt nicht darauf. Backt euch hoch, fuck. Ich könnte kotzen. Bitte Luftunterstützung. Und hier kommen sie, heilige Scheiße, ey. Von allen Seiten. Gott. What? Oh. Heilige Scheiße, wieso kommen denn so viele jetzt von denen? Haben wir in ein Wespennest geschossen wahrscheinlich. Wahnsinn. Oh Mann, du bist ja ein Ego.
Mystischer Typ hat sich einfach 3 von 4 Munitionen geschnappt, ne? Krass. Ja, grundsätzlich können wir auch noch diese Nebenmission da machen. Ja, zu dritt ist es nicht so leicht, besonders wenn einer Level 7 ist, ne? Er hat auch nicht, also ist er nicht schlimm, zum Glück ist er dabei, ne? Manche Level 7er, die mitspielen, die gehen dann ganz schnell raus. Verdammt. Nicht so gut. Nein, die haben ihn erledigt. Das gibt's doch einfach nicht. Ja, Junge, ich sehe. Ich sehe. Verstärkung! Hälfte des Verstärkungsbudgets verfügbar. Hä, wieso? Lass mich in Ruhe. Hey! Hört auf, mir nachzulaufen. Ah, ich habe hier Granaten. Okay. Ich glaube, der Typ kämpft gegen einen Brocken. Wow. Oh nee, oder? Oh nee. Alter, man sieht da nichts. Das gibt's doch einfach nicht. Dieser Dark Carpet hielt mich schon das zweite Mal in diesem Match, also in diese Runde. Also, Verstärkung ist unterwegs. Evakuierungsshuttle im Anflug. Oh, geil. Ja. Mein Gott, lass mich in Ruhe. Das ist doch ein Witz. Nimm meinen Teil. Nimm meine Kanone. Hey, wo ist denn meine? Ach, die wurde mir geklaut, meine Kanone. Okay. Anfrage bestätigt. Boah, guckt euch das an, wie viel diese Bubbelblasen hier reinkommen. Krass. Wahnsinn. Hä? Wohin läufst du denn? Ey, was ist denn los mit den Verdammten? Verstärkungsbudget bald verbraucht. Gottes Willen. Landung
Aber was, Jungs. Rein da. Komm. Das schaffst du. Lauf. Evakuierung abgeschlossen. Oh Mann. Das war anstrengend. Aber wir haben es zum Glück geschafft. Ich würde auch sagen, wir machen hier Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bock auf weitere Helldivers Videos habt, würde ich euch die empfehlen. Wenn ihr Bock auf ein neues Early Access Spiel heißt, mit dem Namen No Rest for the Wicked, würde ich das empfehlen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.